So. Ja, das ist jetzt unsere Basteltüte zur Ausstellung. Wir haben eine Zahncreme, einen Kamm und wir haben Vogelsand hier in dieser Tüte. Oh nein. Oh nein. Blau. Das ist leider die falsche Zahncreme. Aber gut. Okay. Wir befinden uns jetzt hier in den Räumlichkeiten. Das ist das Archiv Baumeister, was gleichzeitig Forschungsstätte und Depot der Papierarbeiten ist. Also mich fasziniert, wie er mit so Materialitäten umgeht und wie vielseitig die Formgebung dieser unterschiedlichen Werkserien ist. Und den Sand drunter heben. So, dass es für mich nach 20 Jahren, seit ich mich mit Baumeister beschäftige, auch immer noch mal, einfach noch mal was Neues zu entdecken gibt. So, und jetzt, tata, kann das so ausprobieren. Der Kamm, den Baumeister benutzt hat, das war der Kamm, den er aus seiner Dekorationsmalerlehre noch hatte. Und zwar war das ein Stahlkamm oder Stahlkämme. Willi Baumeister ist 1889 in Stuttgart geboren und hatte die ersten Ausstellungen, die, sagen wir mal, auch breiter wahrgenommen wurden, tatsächlich in Paris und in der Schweiz. Das Ausstellungsverbot hat er wie viele andere auch 1941 erhalten, aber vorher hatte er in Deutschland schon keine Möglichkeiten mehr auszustellen, weil einfach die Kunstrichtung also, oder seine Malerei für die Nazis also ein absoluter Dorn im Auge war. Er hat heimlich weitergearbeitet, er hatte auch nach wie vor ein Atelier. Aber das war natürlich schwierig und es war schlichtweg auch wirklich ein Risiko. Also es gibt so Tagebucheinträge, wo er sagt, wird jemals irgendjemand noch meine Werke sehen? Werden sie überleben? Also das war schon wirklich auch eine schwierige Zeit und hatte also sein Überleben gesichert, indem er in Wuppertal in der Fabrik von Kurt Herberts maltechnische Untersuchungen machen konnte. Dieser Kurt Herberts hatte eben eine Lackfabrik und eine große Forschungsabteilung, in der Grundlagenforschung zu Material betrieben wurde. Mit Sicherheit haben diese Jahre in Wuppertal auch dazu beigetragen, dass er für sich die Chance auch genutzt hat, da weiter zu experimentieren, weil es in der Zeit natürlich enorm schwierig war, an Material ranzukommen. Also es hatte sich einfach ganz toll ergeben, dass ich in Kontakt gekommen bin mit verschiedenen Studentin von der Kunstakademie. Wir haben selber Versuche gemacht, wie hat der Baumeister denn bestimmte Formen in seine Gemälde gebracht. Wir haben einfach versucht, mit dem, was es heute an Spachtelmasse gibt, wenn dort unterschiedlich gekörnter Sand eingearbeitet wird, was Baumeister eben auch gemacht hat, wie reagiert das Material? Und das war einfach ganz großartig, weil wenn man das selber einfach mal von Hand ausprobiert, du merkst die Schnellspachtelmasse, die trocknet so schnell, der kann unmöglich ein großes Gemälde damit bearbeitet haben. Das muss langsamer trocknen. Und das ist natürlich einfach eine ganz andere Erfahrung, wenn man da in so einer Versuchsgeschichte selber dran steht und merkt, oh, so kann es gar nicht funktionieren. Auch durch diesen Selbstversuch, sagen wir mal, kann man das auf dieser handwerklichen Ebene natürlich noch mal viel mehr nachvollziehen, also, dass das, also was für ein Können das ist. Also nicht, dass man das jetzt vorher völlig in Frage gestellt hätte, aber ich glaube, dass man einfach noch mal einen anderen Zugang hat und sagt, mein Gott, das hat der so gut hingekriegt. Ja.